Tatanka. Unsere erste wilde Büffelherde. Gestern waren es zwei große Bullen und heute, ich würde mal sagen, 200 Meter weit von uns weg, 150 bis 200 Meter weit von uns weg, hier am Rand von den weißen Bergen, weißen Hügeln vom Badlands. Die Tatankas, die Bison, Bison. Und man hört hier die Präriehunde überall pfeifen. Die sind natürlich auch überall. Und wenn die eine Gefahr sehen oder wittern, dann machen die diese Schreigeräusche. Aber das ist jetzt schon sehr, sehr cool. Gut, jetzt werde ich mal Fernglas holen. Es ist super schön. Leider halt zu bedeckt, aber super schön, auch wenn es windig ist. Da unten stehen nochmal Bisonbullen. Haben wir mit dem Fernglas gesehen. Einer liegt da, einer steht da. Badlands National Park. Schon wieder. Nehmen wir mal ein Stück mit hier. Hier sind wir mit Missy hochgefahren, ne? Yep. Ja, das war schon. Es ist Samstag. Es wird bestimmt knackig voll heute. Also gegen die Sonne ist ein bisschen doof. Klettern so rum, was man eigentlich nicht tun soll. So wie wir gestern gesehen haben, dass sie hier die Präriehunde füttern. Auch nicht tun sollen. Da jetzt so einen scheiß amerikanischen Drecksfraß. Wenn wir hier stehen, dann wissen wir, irgendwo sind Tiere. Ja, richtig, da hinten sind Bighornschafe. Aber hier sind die immer, die waren immer auf der letzten Reihe. Heute wollen wir mal zum Visitor Center. Das ist vom Nordeingang 24 Meilen.
Dann weiß man so ein bisschen, wie groß der Park ist. So zwei typische Sachen, die wir jetzt auf einmal drauf haben. Ne? Mhm. Also die Motorradfahrer, ganz typisch für Amerika, überall und sehr häufig ohne Helm. Und dann die Class A mit dem Auto hinten dran, ne? Ja. Also die Camper. Das sind so typische Bilder, die man hat hier in Amerika, auf den Straßen. Schönen Überblick vom Viewpoint auf dem Pass hier oben drauf. Da hinten nur noch Grasland. Zu zoomen, sich da hinten so schön hingelegt haben. Dankeschön. So, und was von hier nochmal ein Schwenk. Ja, hier sind so eine Formation hier, Skulpturen fast, von der Natur geschaffene. Das ist das White River Valley. Und weiter geht's. So, jetzt sind wir im Besucherzentrum. Besucherzentrum, Samstag Mittag, rappelvoll. Ne? Super Ausstellungsstücken hier. Hier, die soll man sogar berühren. Und hier ist richtig, richtig viel los. Richtig viel. Aber, kommt her und schaut es euch an. Ja, es ist etwas voll weiter. Ach, in dem einen großen Parkplatz sind wir schon vorbei. Das war auch gleich der erste Viewpoint nach dem Eingang, ne? North auf der Seite, ja. Aber jetzt gleich fahren wir am Visitor Center vorbei. Das war die Halle. Das ist echt hier spannend. Opa. Hui! Hui! Center. Visitor Center.
der Parkplatz. Geht? Geht? Ja. Jetzt bekommt man Parkplätze. Naja, zwei, drei sind noch frei. Nach 1000 Fuß links abbiegen auf South Dakota 377 South. Da kann man sich einmieten. Reihenhaussiedlung. Ein Giftshop und das ist auch sehr, sehr viel los heute. So, wir fahren nach Interior. Links abbiegen auf South Dakota 377 South. Ja, wir fahren nochmal in die Lakota Reservation. Dem Straßenverlauf von South Dakota 377 South noch 2 Meilen folgen. Ihr wisst, wo wir hinfahren. Ihr seid live dabei. Ja, das ist dieser komische Campground hier. Also wir stehen schön. Kostenlos. Ja, Reise habe ich ja noch gefilmt. Aber wir haben es halt von unserem Stellplatz aus auch direkt vor der Nase, deshalb... Bisschen verwöhnt, ne? Ja, wir sind sehr verwöhnt. Bei uns kommt halt kein Mensch vorbei. So, dann erstmal tschüss, Badlands! Erstmal tschüss, Badlands! Goodbye! Auf geht's zu den Lakota. Leaving Badlands. Welcome Tippies. Ah, Kyle Grocery. Hat nichts zu beißen dabei. Und das war unser erster Lakota-Shop. War sehr cool. Kleiner Laden. Hat aber auch gute Angebote gehabt. Ja, Tomaten waren günstiger als im Walmart. Manche Sachen waren also super teuer, manche Sachen waren günstiger. Sollte sich nie abschrecken lassen. Wie die Hütte aussieht irgendwie, ne? Ja. Super nett, super freundlicher junger Mann. Aber wenigstens mal zu knabbern für unterwegs. Kekse. Die haben leider zu. Ja. Der auch. Schon länger. Obwohl man weiß es nicht. Schule, man weiß es nicht. So, buckle up, it's more. Das war jetzt ein größte, ne, so ein großer Farmer noch, ne? Ja. Na gut. Weiter geht's. Hier ist die Lemon Bar School. Haben Sie hier noch irgendwie eine Picnic Area? Hier ist auch irgendwas, wir wissen aber nicht, was ich glaube, das sind ja so Stände, ne? Souvenirstände. Ja, und es ist Samstag und auch die Lakota, jetzt hat man nicht mehr gesehen, der ist schon fertig. Mähenrasen. Da ist Little Angels Tanke. Das war Kyle. Ah, Headbender. Das war das Krankenhaus. Ja, dann haben wir das hier. Paradise.
So, jetzt sind wir mal wieder im Visitor Center und zwar im White River Visitor Center. Und hier ist so gut wie gar nichts los. Wunderbar. Also, ich kann mal uns zeigen. Die haben hier schöne Exponate, die haben schöne Erklärungen und nicht so viel los wie im Hauptvisitor Center. Also, sollte die hier sein. White River Visitor Center. Sehr entspannt. Also nochmal, White River Visitor Center, nicht nur vom Nationalpark Service, sondern auch von dem Oglala Sioux Tribe in Kooperation. Und das sieht man auch drin, wenn man die ganzen Tafeln sieht und die Geschichte der Lakota hier nochmal nachlesen kann. Ja, traurig, ja, aber so ist es eben. Also wenn ihr hier sein solltet, ist dieses kleine Visitor Center definitiv eine Empfehlung. Und es ist wirklich nicht viel los. So, jetzt kommen wir ja gerade von dem White River Visitor Center und fahren hier eine Nebenstraße zum wieder aus diesem Badland Nationalpark raus. Man touchiert den immer so ein bisschen. Und hier vorne fahren wir gerade wieder rein. Da vorne steht ein Schild. So, und da werden wir damit belohnt, die Seitenstraße zu fahren, indem wir hier die Tatankas sehen. Meistern. Das ist schon ziemlich cool. Ja, und hier hat jemand vom Zaun, die sind natürlich hier eingezäunt, nur weil der Park ist. Der Park ist natürlich umzäunt, logisch. Und hier hat jemand die Tür aufgelassen. Wir stehen jetzt hier und da stehen die Tatankas. Ich glaube, da ist noch ein Zaun zwischen. Ja, weil hier vorne ist wirklich die Einfahrt zum Park, da ist das Schild. Und wir stehen ja jetzt kurz davor, ne? Und das ist wohl eine private Straße hier. Aber das ist sehr, sehr, sehr geil. Gestern haben wir auch welche gesehen und da waren wir aber noch ein paar Meter weiter weg von. Und jetzt sind wir ziemlich nah dran. Das ist sehr, sehr cool. Ja, und es macht den Eindruck, als wären die hier irgendwie, sag mal, wirtschaftlich gehalten oder so, ne? Wie die Rinder hier rund um den privaten, auf den privaten Ländereien. Aber nein. Wir haben die Park Ranger auch gefragt, die sind wild und da sollte man auch ein bisschen aufpassen und auch nicht so nah ran. Und ja, der Park ist elendlang, also 50 Meilen lang und die können da rennen, wo sie wollen. Ne? Und wir haben jetzt echt Glück und haben die hier auf der Ecke. Fantastisch. Sehr schöner Abschluss eigentlich für heute. Top. Wir sind in dem kleinen Örtchen Scenic. Wo die Church of Christ ansässig ist. Ja. Kleines Westernstädtchen, aber leider alles tot.